Willkommen zurück zu Days Gone. Wir haben es 18:09 Uhr. Die Wälder sind voll von Zombies, so voll wie ich sie noch nie gesehen habe, oder Freaks, wie man sie ja hier betitelt. Aber so voll habe ich, ehrlich, das habe ich noch nie erlebt. Dass die Wälder so voll gepappt sind mit den Viechern. Ich weiß nicht, woran es jetzt genau liegt. Aber ja. Daher hoffe ich ja, dass wir bald der Lösung näher kommen, indem wir diese ja, Unterschlüpfe niedermähen. Weil wenn man jetzt mal auf der Karte guckt, was ich halt interessant finde, ist hier, gibt es verschiedene Gebiete, die verschiedene Punkte haben. Wie hier Camp Jobs erledigt. Also wir haben noch zwei Camp Jobs, die wir noch erledigen müssen. Für Copeland anscheinend. Es gibt 8 Horden hier. Die Frage ist, müssen wir jetzt 8 Horden niedermähen? Oder reicht es, wenn wir 8 von diesen, wie sagt man so schön, Bauten zerstören mit einer Horde drinne? Was bedeutet, wir müssen nachts rein und dann früh morgens, wenn die Horde wieder drin ist, das Ding sprengen. Nähere Informationen fehlen uns hier auch noch 5 Stück. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sein sollen, außer in den Höhlen. Und Charaktersammelobjekte, okay. Ah, das ist eine gute Frage. Das gleiche haben wir halt hier drüben auch noch, ne? In Takas Gebiet. Da sind wir ein bisschen weiter, was die Nero-Informationen angeht, aber auch hier Touristensammelobjekte, Charaktersammelobjekte. Uns fehlt halt überall was. Keine Ahnung, ob wir die noch bekommen im Laufe des Spiels. Ich hoffe es, weil auch hier unten. Hier fehlt noch richtig, hier, da zwei Nero-Forschungsanlagen fehlen uns hier. Da bin ich überzeugt, dass die hier irgendwo sind. Also eine zumindest, hoffe ich. Und eine eventuell hier noch. Oder in den Bergen. Und hier nach links geht es ja auch nochmal. Also die Karte ist ja, da ist noch ein bisschen was. Ne? Hier sehen wir, okay, Nero-Kontrollpunkt gibt es hier einen. Forschungsanlage gibt es hier auch einen. Hinterhaltcamps gibt es zwei. Hier haben wir auch noch ein Hinterhaltcamp, sehe ich gerade. Also hier haben wir auch noch einiges, was erforscht werden muss. Und ja, was machen wir jetzt als erstes? Erstens mal, es ist relativ voll mit Zombies. Wir werden eine Schnellreise ins Camp machen. Wir haben jetzt schon einen Teil der Strecke zurückgelegt, ist nicht weit. Aber wir verbrauchen ungefähr die Hälfte unseres Sprits. Das passt. Okay, keine Ahnung, warum jetzt die Musik so einsetzt. Aber wir sind vor dem Lager und fahren rein. Hey, hey. Ich auch. Oh, es gibt wieder ein Liedchen. Ich frage jetzt, wollen wir uns das direkt anhören? Komm, wir geben hier ab. Haben zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Liedchen an. Warum auch nicht? Oh, mal andere Camp-Teilnehmer.
sweet under my breath, like a medication that's under the tongue. She's my dirty drug, and I'm addicted, can't get enough. When you're not around me, senses, a bloody headache explodes the skull. She's my dirty drug, and I'm addicted, can't get enough. When you're not around me, Applaus, Applaus, Applaus. Okay. Kann es sein, dass wir die Quest immer noch nicht fertig haben, weil wir 10 Dings brauchen? Schrott. Kann das sein? Bin mir nicht 100% sicher. Ja, da, Sammelobjekte. 7 von 10 Schrott, das bedeutet, wir brauchen Schrott. Den haben wir natürlich aufgebraucht, als wir unsere Maschine repariert haben. Okay, wir schlafen erstmal bis morgen früh. Dann ist die Frage, wo kriegen wir jetzt Schrott her? Wir könnten es in der City versuchen. Auf jeden Fall da, wo das Gebiet noch nicht entdeckt wurde, kann ich mir vorstellen, dass da Schrott rumlümmelt. Autos, die wir unterwegs finden. Ja. Schrott kriegen wir, glaube ich, nicht aus der Kiste. Weißt du gar nicht, wie oft man an so eine Kiste rangehen kann. Frage ist, wo könnten wir mal nach Schrott suchen gehen? Also, ich würde fast mal sagen, Tankstelle und dann hier in dieser City. Könnte da Schrott existieren unterwegs? Muss man mal gucken. Wir müssen jetzt Ausschau halten. Mal wieder auf. Hey, Sekunde. Danke dir. Und warum? Und kaum bin ich draußen, kommt schon wieder die Musik, als ob ich gejagt werde. Ike, hörst du mich? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Oh. Bußmann, ja, 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 mehr Scheiß ist immer gut. Danke, Bruder. Ja. Oh, das sind verschiedene Wölfe.
Okay. Die Jäger greifen die normalen Wölfe an. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich persönlich so sagen. Aber wir mussten anhand. Okay, jedes Mal, wenn wir hier aus dem Lager kommen, sind hier Wölfe. Und dann scheint auch ein Jägerwolf. Guck mal, hier haben wir ein Farmhaus. Könnten wir das erste Mal nach Schrott suchen. Da ist nichts, aber drinnen, guck mal, da ist einiges. Drinnen, vielleicht auch Schrott. Türen. Nägel. Verband, dann heilen wir uns direkt. Ah, die Musik ist jetzt wieder mal so. Das nervt so ein bisschen. Wenn die Musik laut ist, obwohl nichts ist. Kein Anzeichen von was Bösen. So. Hier ist aber auch nichts drin. Aber vielleicht hier hinten was. Das ist eine Schreierin, ne? Sorry, aber die muss ich killen. Da stelle ich mir die Frage, kann man die mit einem Headshot killen? Ja, ich riskiere es jetzt einfach mal nicht. So, Schreierin ist down. Damit habe ich da mit der auch kein Problem mehr. Aber könnte hier Schrott liegen? Na, 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 na. Schrotti, Schrott, Schrott, Schrott. Lappen. Nee. Da hinten blinkert schon wieder. Ist ja irgendwo blau, ne? Kann es nicht so wichtig sein, auch nicht. Nirgendwo Schrott. Schrott ist so selten. Aber da ist wieder ein Vieh. Aber das Auto da könnte Schrott haben. Ein Hirsch. Um Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen, hm? Ja, würde ich jetzt nämlich auch mal so sagen. Und boom, weg. Da blinkert es jetzt auch. Oh. An meiner Maschine blinkert es. Okay. Und hier gibt es keinen Schrott. Doch, oder? Haben wir Luck? Bitte mindestens. Na, doch, drei sollten drin sein. Jo, sehr schön, sehr schön. Und an meiner Maschine hat es geblinkert. Das finde ich jetzt wiederum interessant. So, Blümchen mitgenommen. Wo sind hier die? Was ist dort? Okay, da ist auf jeden Fall einer. Vergewaltiger, Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Das sind Menschen. Versuche nach leichter Beute. Fuck. Los, los, hinter den Kopf. Verdammt, erwischt. Eines. Feuer, Feuer. Versteckt sich. Schnapp ihn dir. Arschloch. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Jo, kriegst du. Guck
mich hier nur mal kurz um, heil mich. Obwohl, heilen würde ich fast mal sagen. Komm, wir gucken uns danach um. Ah ja. Wer hier wen hat, ist ja wohl die Frage. Hey Drifter, wir haben Whisky, hörst du? Willst du mal ein Schlückchen? Jo, gerne. Hier. Einfach mal über alles. Wie wär's? So, dann kann ich mich jetzt heilen. Kann euch das suchen. Und ich wette, ich finde da entweder... Hier. Sterilisierungsmaterial. Was hat er dabei? Eine Dose haben wir schon. So, jetzt befreien wir erstmal ihn. Wo hockt er? Wo hockt der denn? Da. Ach du schon wieder! Immer die gleichen. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Camp? Das kennst du doch. Ich hab's dir schon ein paar Mal gezeigt, mein Freund. Warte mal. Copeland ist das. Ah, Hot Springs war das von ihr. Genau. Nee, du gehst hier zu Iron Mask. Ich will da die 25.000 haben. Sie lässt dich rein. Ich war erledigt. Oh, Scheiße. Echt. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, gern geschehen. Halt den Kopf unten und lauf. Ne, sind alle ausgeschaltet. Ja, Kopf unten halten ist ja schon irgendwo korrekt, ne? So, Lappen haben wir. Schrott. Schrott ist jetzt voll. Naja, ja, stimmt. Die bieten ja auch immer wieder Schrott. Okay. Dann können wir jetzt zu Ricky fahren. Wir haben nämlich 10 Metall. Was ist mit meiner Maschine passiert? Oder wir fahren erstmal tanken. Ich glaube, wir fahren erstmal tanken, weil wir gar nicht voll sind. Oder voll genug. Wir haben nur 43% im Tank. Machen wir den erstmal voll. Fahren zu Ricky. Hoffen, dass hier nicht wieder... gleich Zweier? Ich weiß es nicht. Da ist auch wieder was. Da ist auch... Es blinkert und binkert überall. Oh, da kommt was. Dann mal los. Ah, nee, ist meine Maschine. Das sollte reichen. Okay. Das tut mir leid, aber nee. Ich glaube, wenn blauer Kreis da ist, sind das auch... Wie nimmt man sie? Ach, oh, komm schon. Sind das auch Geiseln? Weil anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Überall tote Wölfe. Was schon mal gut ist. Was liegt denn hier eigentlich? Würde mich jetzt mal interessieren. Oh, ein toter Hirsch. Den nehmen wir natürlich mit. Das gibt nämlich auch Punkte. Nehmen wir jetzt das Fleisch mit? Ja. Ich würde doch sogar das Fell mitnehmen. Also. Ah, der passt halt nicht auf die Maschine, ne? Da wäre ein Auto in dem Moment natürlich besser. Ein Pickup oder so. Da kommt jemand. Schön, dass du noch lebst. Jo, danke. Und ich glaube, ich muss Ricky auch noch Bescheid geben, dass wir den Verteiler reparieren. Aber machen wir erstmal das eine. Beute. Deacon, schön dich zu sehen. Haben wir ja wirklich nicht viel. Wie geht's dir, Joe? Warst fleißig. Jo. Essen haben wir gut dabei. Sollten wir. Ah, kann ich das Spielchen mit den Affen?
gibt's denn? So. Sieben Wölfe? Das ist anständig. Und Geld stinkt nicht. Okay, ab zu Ricky. Und dann, wie gesagt, ich muss dann, glaube ich, auch noch mit Ricky sprechen wegen dem Stromverteiler, damit wir hier Strom haben. Hey. Hey. Ich habe die Teile, die du haben wolltest. Oh, toll. Gut, komm in ein paar Tagen wieder. Dann sehen wir weiter. Ah, Ricky. Danke. Klar. Usa ist jetzt einer von uns. Boosa ist einer von ihnen. Okay. Das gab einiges an Vertrauen. Und wir haben wieder eine Punkt. Oh, jetzt. Ja. Schusswaffe. Aber ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Erhöhte Munitionskapazität für alle ist natürlich extrem nice. Kopfschutzkills, gewinnst du Gesundheit. Auch extrem nice, gerade in Bezug auf Horden. Jetzt überleg mal, wenn so eine Horde ankommt und du knallst dann so schön, bautz, du kriegst was ab, bautz, knallst den nächsten wieder ab. Projiziert durch Schlagskraft ist genauso. Ene mine Mupe. Ich würde aber erstmal das nehmen, weil wir haben eigentlich Heilung. Zurzeit. Durchschlagskraft. Zwei Fliegen, eine Kugel. Ermöglicht Kugeln Gegnern zu durchdringen und ihre Verbündeten hinter ihnen zu treffen. Das ist gegen Horden einfach immer, würde ich behaupten. Danach würde ich wirklich fast die Munitionskapazitäten erhöhen. So, genau. Ach, wieso haben wir noch einen Fertigkeitspunkt? Dann haben wir jetzt noch erhöhte Munitionskapazität. Die Munition ist jetzt für alle Fernkampfwaffen erhöht. Munition findest du in weggeworfenen Fernkampfwaffen und Munitionskisten. Das bin ich mir auch bewusst. Die Frage, die ich jetzt habe, hier Stories anzeigen. Ich habe wirklich nichts. Kann ich nicht irgendwie... Warte mal, wie war denn das? Alles, was wir haben. Eddie, Doc. Ich habe keine Ahnung. Alle tanten Dinge. Schutz für die Schwachen. Kopfgeld. Nein. Der Holzlager, da brauchen wir noch ein bisschen was. Da können wir Sachen herstellen. Sprengbolzen, Brandbolzen, Attraktorbomber. Okay. Wir wollen eigentlich... Wo ist denn die Quest mit dem... Ach, wer weiß. Okay. So, was machen wir jetzt? Wir gucken jetzt, wie spät haben wir es überhaupt? Mittags. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren raus und fahren mal in das Gebiet, was wir nicht kennen, nachdem wir kurz da dran waren. Weil wir brauchen Schrott und Schrott kriegen wir hoffentlich dort genug. Und ich weiß halt nicht, wie es jetzt aussieht. Ich kann halt meine Kiste. Nur Schrott? Ne, und da Maschinengewehr, Pistole und Dings. Das ist jetzt die Frage. Wie viel habe ich jetzt? 165 Schuss für mein MG hatte ich dabei. 36 Pistolenschuss. Also alles natürlich mit geladenem Magazin. Moment, ich mach das Tor auf. Danke. So. 200. Hey, Dick, die Prothese für Busa ist fertig. Eddie sollte ihn finden und rüberschicken. Großartig, Ricky. Ich bin gleich da. Dicken Ende. Oder so?
gehen. Hm. Nee? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oder muss ich zu Ricky? So, jetzt in die okay. Falte da. Okay, ich hab's. Ich fixiere sie noch, ja? Na bitte, schon besser. Okay. Hey, Bruder. Sieh mal, Rickys neues Spielzeug für mich. Eigentlich war es das ist ja total abgefahren, Boozer. Hey, damit könnte ich so ein gottverdammter Musketier werden. Oh, oh wow. Gott, ihr scheiß okay. Ripper. Oh, hey. Scheiße. Hey, oh. Wow, wow, wow. Oh. Hey. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee? Verdammt. Okay. Nice. Oh, Mann. So, du hast mich, was? Fahr zur Position, du hast mich auf den Arm genommen. Hey, wieso fahre? Kann ich einfach hinlaufen? St. John, bist du da? Hier ist O'Brien. Warte. O'Brien, ich hab genug von deiner Drecksarbeit. Hast du was oder nicht? Jo. Ich meine ja. Ich hab was. Also gut, was denn? Du musst noch eine Sache für mich tun. Hast du mir gerade überhaupt zugehört? Ich bin raus. Noch eine Sache. Dann treffen wir uns und ich zeig's dir. Vergiss es. Ihr zweiter Name. Der ist Irene, richtig? Sarah Irene Whittaker. Steht auf ihrem Aufnahmeformular. Ein letzter Auftrag. Ein letzter Auftrag. Ich schicke dir die Koordinaten. O'Brien Ende. Hey. Hey. Hast du's eilig, Mann? Ja. Weißt du noch, dieser Nero-Arsch, von dem ich dir erzählt habe? O'Brien? Sieht aus, als hätte er Neuigkeiten für mich, aber ich soll noch einen Job für ihn erledigen. Na. Okay. Du solltest mitkommen. Ja. Nee. Skizzo hat mich auf dem Hof eingeteilt. Hungrige Mäuler mit Unkrautstopfen. Scheiß auf Skizzo. Ich setz dich dann direkt danach ab. Wann hast du das letzte Mal einen Heli gesehen? Nimm mich nicht auf den Arm. Der wird jedes Mal schlechter, ha? Huh? Fahren wir hin? Zum Milagwa Lake. Weißt du, wo das ist? Ja, nördlich vom Rogue Tunnel. Von der Waldo Road ab. Was wollen wir denn da? Ein Nero-Hubschrauber landet da und dann machen die... Was zur Hölle die da eben machen? O'Brien will, dass ich mir das mal ansehe. Dieser O'Brien, ist er... Was, dein Boss? Dein Anführer? Nein. Usa, du weißt, warum wir hier draußen sind. Ich meine ja nur, denn wenn er sagt, spring, fragst du nur, wie hoch. Nein, so ist das nicht.